You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Incoming! Fire! Ne, wir hätten auch das Haus infiltrieren können, so, aber. Naja. Haben uns jetzt mit der Gewalt durchgeschlagen. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Schafft ihr es bis zur Schmiede? Ja. Ich glaube schon. Bleibt alle dicht bei mir. Woher kam der denn? Eine lange Geschichte. Wie er sie getötet hat. Das ist kein Mensch. Vielleicht habt ihr recht. Was, kein Mensch, Digga? Nur weil der Samurai... Nur weil ich mich als Samurai nicht mehr dran halte? Weil wir kämpfen halt hier als, ja, nicht mehr so nach dem Ehrenprinzip von den Samurai. Halt nach dem Kodex. Sondern wir kämpfen halt ein bisschen, naja, auf Banditenmäßig halt. Halt um, ja, um ehrenlose Mongolen, Digga, fertig zu machen. Die Mongolen kämpfen auch ehrenlos, Digga. Warum soll man denn nicht, um sein eigenes Vaterland zu verteidigen, Digga, auch ehrenlos kämpfen an dem Punkt dann? Also von da aus... Und da sie unser Volk versklaven hier in Japan, also vom aktuellen Storygeschehen her, Digga, würde ich sagen, kein Erbarmen mehr, oder? Von da aus. Und das ist ja auch nicht so, kann ich mal kurz zeigen, ne? Wir haben hier schon mehrere Bereiche befreit, also wir haben hier den, das Dojo haben wir befreit, hier unser goldener Tempel, der haben wir befreit, ja, hier außen das, Somo-Bucht haben wir befreit, hier das haben wir befreit, ja, hier die ganzen roten Hotspots, die müssten wir jetzt dann noch kämpfen, um die zu befreien, dann wäre halt auch dort der Bereich befreit von Mongolen und so weiter und so fort, ja, so sieht's halt aus, also manche Punkte hiervon, die haben wir schon befreit, hier wo abgeschlossen steht, da sind halt keine Mongolen mehr an sich so. Und das finde ich halt auch geil, wenn du die Mongolen halt ausschaltest, dann kommen meistens, also die spawnen nicht nach halt. Das finde ich halt, also weil ich mitbekommen habe, also das finde ich halt echt geil. Das ist halt wirklich dann am realesten, weil die meisten Games, die haben ja das mit dem Respawn. Das fuckt ein bisschen ab irgendwann. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten, wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so werden wir hier kämpfen. Als letzter Widerstand. Hahaha. Och, Digga, bist du doof, Alter. Junge, sie latscht mir voll in der Flinte. Ja, es ist halt nicht so, die Windkampftechnik ist nicht halt die beste gerade für Dingsen. Für halt Leute mit Schilden und so. Die Schweine sind in der Schmiede! Wir müssen sie töten! Mongolen sind in der Schmiede! Wir müssen was tun! Digga, weg mit dir, Köter. Digga, diese Scheißköder. Meine Fresse. So. Die schon mal. Den auch. So. Und den haben wir auch. So, Katana sauber machen und erstmal wegstecken. Gut, lass uns mal in die Schmiede gehen. So, weg mit dir, du Spacken. So. Bogenschützen! Sie umzingeln die Schmiede! Wir müssen sie töten!
Wo denn? Da. So. Wollen ja keine Pfeile verschwenden. So, Hammer. Komm schon. Mann, ey. Muss uns hier einmal kurz an der Nase jucken. So. Ah ja, hier lebt da einer. Digga, das geht da nicht. Aha. So, jetzt. Da ist der Anführer. Nein, die Kampftechnik. Wasserkampftechnik ist perfekt dafür. Jawohl, haben wir getötet. Nur noch 9 Anführer müssen wir töten und dann haben wir unsere nächste Stufe freigeschaltet. Ich glaube, das müsste dann Erde sein. Können auch Feuer sein. Ja. Ja, moin. So. Tja. Ich habe noch keinen Samurai so kämpfen sehen. Das war gar nichts. Du bist mehr als ein Samurai. Er ist ein rachgieriger Geist, dem Grab entstiegen, um die Mongolen zu töten. Ah ja, verbreit keine Lügen. Das würde ich niemals beim First verbreiten. Wo verstecken wir uns? Gar nicht. Befeuert eure Schmiede und fertigt wieder starke Kummer zu Waffen an. So schlagen wir zurück. Mit Nami. So retten wir Fürst Shimura. Ach, gieriger Geist. Ihnen hat's gefallen. Wenn man, vor allem, wenn man sowas sagt, Digga, 1000 pro, Alter, das wäre dann ein kompletter Kodex-Verrat, aber... Ah, ja. Ne? Digga, das wäre ja kompletter Kodex-Verrat. Also, so in der Story und so allgemein ist es ja so, dass Samurai sich ja nicht von ihren Gefühlen leiten lassen sollen beim Töten. Ja. Ne? So viel dazu. Burg Kaneda. Ich las, die Samurai folgen einem Weg der Ehre. Nur einer der vielen Unterschiede zwischen uns. Wahrscheinlich jetzt eine kurze Erklärung nochmal dazu. Warum finden dann meine Männer ihre Brüder rücklings erstochen auf? Fürst Sakai würde nie zu solchen Taktiken greifen. Doch. Krieg bringt unser wahres Ich hervor. Er machte euch zum Hund, der auf Befehl eures Vetters Kuklein vergelt. Weil ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll, ne? Digga, von hinten, also hinterrücks jemanden zu erstechen, jetzt hier in dem Fall die Mongolen in dem Zeitalter raus betrachtet, was soll daran so schlimm sein? Meine Güte, du musst dein eigenes Land verteidigen, Digga, die haben die komplette Insel eingenommen. Was ist daran jetzt falsch, Alter, in dem Zeitpunkt, ne? Digga, wenn zu Tausenden noch mehr Samurai sterben, Digga, ist doch sinnlos, Alter. Da nimmst du lieber die 1000, Digga, und greifst lieber auf Hinterrücks und mit Strategie an, Digga, die sie pulverisiert. Aber, ne, so viel dazu. Bevor seine Feigheit zu weit geht. Und bevor ich euch seinen Kopf bringe. Digga, denkt ihr echt, wenn er sich ihm anschließt, Digga, dass er in 1000 Jahren ihn anschließt? Ich kann befreien, wenn Taka sein Werk vollendet hat. Erstmal eine Runde gebetet. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt losgehen. Brava, Junge.
Gut, was ist jetzt hier noch? So, die haben wir befreit. Seht ihr? Die ist jetzt frei. Und hier wollen wir zum Banner. Nicht abgeschlossen. Gehen wir mal hin, würde ich sagen. Gucken wir uns das noch an und dann war's das. Lothar, Sora. Euer Kletterwerkzeug ist noch nicht fertig. Verzeiht mir Zeit. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Möge euer Stahl scharf und stark sein. Gut, Leute, dann würde ich erstmal sagen, gucken wir uns das vielleicht im nächsten Video an. Das Gameplay an sich habe ich ja jetzt auch zweigeteilt gemacht. Und ja, würde ich sagen, gucken wir uns das im nächsten Livestream, Live-Gameplay weiter an, vielleicht. Ich bin dann wahrscheinlich schon weiter, aber ja, für sich an sich, muss ich sagen, war doch recht geil, oder? Das mal so zu spielen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch lassen, vielleicht noch einen Kommentar da lassen und dann gucken wir mal, ob wir im nächsten Live-Gameplay das weiterzocken. Ich werde es an der Stelle auch hier abspeichern nochmal, dass wir halt quasi im Live-Gameplay hier ansetzen können für euch. Denn ich werde so solo weiterzocken, nämlich noch. Und ja, wäre doof, wenn ich dann auf einmal komplett an der Stelle bin. Deswegen würde ich sagen, haut da rein und wir sehen uns dann, wenn es euch gefallen hat, im nächsten Gameplay wieder. Wie gesagt, es sind ja zwei Videos gewesen. Sorry, dass das andere ein bisschen abrupt geendet hatte, aber ja, ist halt eine Aufnahme gewesen, deswegen ein bisschen doof. Auf jeden Fall, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssi. Mit dir lasse ich mir mehr Zeit. Gehen wir mal zurück. Man sagt, das Leben zieht nochmal an dir vorbei, wenn du stirbst. Und meins war echt seltsam. Auf den war ich besonders stolz. Das ist noch besser, als ich dachte. Hey, das geht jetzt aber zu weit.